Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Dahin geht die heutige Reise. Heilsames Malen. Ja, in schwierigen Situationen oder in herausfordernden Lebenssituationen. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und hochsensitiv. Und ich lebe seit über 22 Jahren mittlerweile alkohol- und drogenfrei. Ja, und ich kann nur eins sagen, die Malerei oder auch das intuitive, heilsame Malen haben mir tatsächlich zu einem Weg aus der Sucht geholfen. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Dafür gibt es andere Videos. Es geht ja um dieses intuitive, heilsame Malen in herausfordernden Situationen, in Lebenssituationen, in Krisen. Und hier, ich habe mich spontan für ein Mandala entschieden, auf einem großen Papier mit Aquarellfarben. Das Papier hat die Größe 50x70, also ich wollte wirklich ein freies Mandala, ein Mandala, ja, wo ich so richtig die Farben fließen lassen kann, ja, wo ich mich nicht eingeengt fühle, wo ich einen Kontakt so gesehen zu meinem inneren Selbst herstellen kann, wo ich mich frei, fluffig fühlen kann. Das war der Wunsch an diesem Abend. Und meine Empfehlung, wenn es Zeiten sind bei dir, die herausfordernd sind, die Schmerzen oder wo du Schmerzen hast, mal am besten regelmäßig, richte dir die ganzen Farben, die ganze Farbpalette schon im Vorfeld her. Oftmals ist es auch hilfreich, das ganze Material, die Farben für den nächsten Tag schon vorzubereiten. Dass du dich nur noch hinsetzen musst und du kannst sofort zum Malen beginnen. Also so mache ich auch häufig. Und das ist jetzt ein Mandala in Freihand, also ohne Zirkel. Ich hatte an diesem Abend, und es geht ja jetzt weiter, wenn eine Kaffeetasse da ist, ist es der nächste Morgen. Ich wollte keine Begrenzung. Ja, also mir war es wichtig, dass keine Begrenzungen mich jetzt daran hindern, einen Kontakt zu mir herzustellen. Also lass es fließen. Bitte auch gern dein Bild um Unterstützung. Wenn du die Frage stellst an dein Bild, dann achte mal darauf, was so in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen passiert um dich herum. Ja, und so ein Bild entsteht natürlich seltenst an einem Abend, sondern meistens an mehreren. Ein, zwei Abende, tagsüber noch ein bisschen. Manchmal lege ich es auch zur Seite und male an einem anderen Bild weiter. Und hier siehst du, es sollte nach außen hin offen werden, also offen sein. Ja, die Begrenzung ist eher im Inneren, oder Grenzen ziehen ist eher im Inneren. Und nach außen hin ist es offen. Was so viel bedeuten kann, dass ich auch eine gewisse Disziplin benötige, um auch Heilung zuzulassen. Ja? Genesung, Heilung. Ja, und so sieht es zum Schluss aus. Ein Bild ist übrigens niemals fertig, sondern ich habe es jetzt einfach mal ein Stück weit liegen lassen. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe und bis bald.